Hallöchen, so, nächster Versuch. Ich versuche es wirklich so kurz wie möglich zu machen. Warum mache ich damit nochmal rum? Ich habe nochmal was ausgetestet. Ich habe da eine Diode weggelötet. Hier, die Stelle müsst ihr gucken. Die habe ich hochgelötet. Ja, wenn ihr das zeigt, da so. Da so die Ecke. Habe ich die Versorgungsspannung von USB zu dem Motor und den ganzen IC-Kram, der hier noch sitzt, getrennt. Jetzt ist das Brummen weg, wenn ich USB drinne habe. Das Surren vom Motor ist extrem viel leiser. Das Rauschen ist auch ein bisschen leiser. So. Aber im Großen und Ganzen, die DA-Wandler hier drauf, oder AD-Wandler besser gesagt, den analog zu digital, den werde ich, wenn das Handy mal hier Dings, den werde ich trotzdem in meinen Kassettendeck einbauen, habe ich gesagt. Werde aber mal, weil ich das Ding insgesamt so nicht wegschmeißen will, weil das Laufwerk an sich ist okay. Für ein tragbares Ding ist es okay. Eine Platine ätzen, ein Audioverstärker-Chip drauf. Das IC, was hier drauf ist, nur für den Motor. Zwar Verschwendung, aber anders kriege ich die Motorregelung nicht hin. Ich habe schon mal geguckt. Es ist ein bisschen blöd. Wegen 3 Volt. Und dann habe ich einen tragbaren Auto-Reverse-Kassetten-Player. Das reicht dann auch. Und das Digitalkram hier, das baue ich wirklich in mein Sony Tape-Deck ein zum Digitalisieren. Wenn ich dann mal was habe, so viel ist es nicht, aber wenn ich was habe, das ist dann einfacher, als über Soundkarte zu gehen oder über Kabelverbindung in den hier, das habe ich auch schon gemacht, über Kopfhörerausgang hier um Mikrofon extern in rein und dann aufgenommen. Ist ein bisschen komplizierter, da kann ich auch gleich die USB anstecken und gleich aufnehmen. Ja, das wär's. Das wollte ich nur noch mal zeigen, also nur über Batterie laufen lassen, ohne die USB-Versorgungsspannung hier drauf, ist es ein ganzes Ende besser. Das liegt irgendwie hier an den Spannungsbereitstellungen. Irgendwas macht da echt Probleme. Gut, das war's dann bis hierhin und dann danke fürs Zugucken. Tschüssi.